Ach nee, nee. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Fuchs und Zicklein zocken Green Hell. Wir sind immer noch in der Green Hell unterwegs. Wir haben uns ja hier oben ein kleines Lager gebaut. Da hatten wir uns das letzte Mal verabschiedet. Und jetzt wollen wir mal gucken, was wir hier noch so finden. Wir hatten ja da hinten noch einen kleinen Jungen gefunden. Den wollen wir dann später auch nach Hause bringen, weil über den Steg, über diese kleine Brücke geht es dann her auch direkt zum... Im eingeborenen Haus, zum eingeborenen Lager, oder? Nicht ganz direkt, aber ja, aber ja, es ist da liegt auf dem Weg dann. Es ist nicht weit weg. So. Ja. Wir haben gerade festgestellt, unsere Verbände sind alle, deswegen suchen wir jetzt gerade so ein bisschen nach. Ich habe gerade noch eine gefunden. Eine Verbandspflanze. Ja, ich stelle so mal welche her. Ich muss wieder Stöcke aufnehmen. Ich habe die ganzen Stöcke ins Feuer gehauen. Jetzt kann das auch ausgehen. Ja, das kann es ja auch. Aber deswegen sollte man ja trotzdem Stöcke bei haben fürs nächste Feuer, falls man noch mal eins braucht. Ich habe jetzt noch mal 6 Verbände. Das ist cool. Ich finde bestimmt auch eine. Wenn nicht, dann kannst du mir immer noch einen geben. Ja, klar. So, hier unten waren wir noch nicht durch, ne? Das war, glaube ich, Banane. Banane. Es gewittert, meine ich. So, gibt wieder Regen. Das heißt, ich werde wieder sauber. Banane. Ich habe gar nichts mehr zu essen, Loco. Muss auch nicht, außer ein bisschen Fleisch, glaube ich. Ich bin schon wieder zu schwer. Wird Zeit, dass wir wieder nach Hause kommen. Mal. Wir wollen ja auch die Fallen bauen. Das ist ja ganz wichtig. Die sollten Fallen bauen. Ich will hier nicht durch. Hier sind bestimmt wieder Skorpione. Was ist das, Skorpione? Ach, hör auf zu meckern. Ach, du hast keine Skorpione. Aber durch die Maus. Da ist eine fette Spinne da hinten. Lass die Mäuse in Ruhe. Will auch mit der Spinne nichts zu tun haben. Da lang? Oder wo lang? Ja, da lang. Sicher? Ja. Nee, von hier sind wir doch gekommen irgendwie. Nee. Das ist aber der Bambusdschungel. Warte mal. Ach, das ist praktisch, wenn du von oben runter guckst. Richtig. Der Bambusdschungel. Aber Moment, nee. Da ist aber noch ein anderer Durchgang. Den will ich dann zuerst nehmen. Weil das hier ist ja schon wieder, das hat so, die wirkt so ein bisschen wie zurück. Ich glaube, hier kommt man nämlich wieder zu unserem Lager nachher zurück. Ja, und hier geht es aber auch schon wieder runter, ne? Ja, oder wir gehen hier mal runter. Das können wir natürlich auch machen. Gucken. Ah, sehr schön. Ein Tukan. Ja. Ich brauche wieder Pfeile. Ich habe keine Pfeile mehr. Sollte ich mir vielleicht mal welche aufstellen? Oder? Ja, solltest du. Oh, guck mal hier, Mann. Frei Haus. Yippie. Nimm sie mit. Mangig. Haben wir wieder ein Problem und du hast keine. Aha. Mal ich. War gut ausgestattet, als wir losgegangen sind. Aber das ist immer so, wenn man eine Tour durch den Dschungel macht, dann muss man auch ab und zu mal ein bisschen was investieren. Du gehst unten lang. Was? Du gehst unten lang? Ja, ich wollte unten lang gebracht. Du bist da oben drauf. Oh, ja. Göttchen. Ich glaube, wir treffen uns sowieso unten dann, oder? Müssten wir eigentlich, ja. Ich habe hier einen Eingeborenen gefunden am Lagerfeuer. Nein, den werde ich dann auch gleich finden. Nur von unten ausgehend. Ich habe einen Freund gefunden. Nein, ich habe schon wieder irgendwas. Ist es denn eine Möglichkeit? Diesmal dürfte es eigentlich nur eine Blutegel sein. Nur. Sogar ein einzelner nur. Aha. Aber dieses nur. Naja. Ich bin zu schwer mit dem Fleisch. Bist du schwer? Ja. Ach, kann ich jetzt nicht sagen. Also ich finde, du hast ja, sehr gut. Pass auch auf. Das ist ein Laster. Hast du da gerade Knochen und Fleisch hingeschmissen? Ja, ich bin schon zu schwer. Hallo du. Ach ja je, der braucht einen Verband. Den hast du. Und dann braucht er was. Wasser braucht er. Das kann ich ihm geben, glaube ich. Moment. Gucken. Ja, ich habe noch saures Wasser. Ich hätte auch noch. Nicht doch. Ich hätte auch noch. Na gut, alles gut. Ich glaube, wir haben es. Ja! Wieder eingeschafft. Da und weg ist er. Das ist frech. Kein Dankeschön, kein Auf Wiedersehen. Einfach weg. So sind sie. Die Jungs aus dem Dschungel. Gehen wir jetzt wieder zurück und holen uns das Kind? Wir gehen jetzt zwar, so, ja, habe ich so gedacht. Wir gehen jetzt zurück. Bist du dreckig oder so? Nö, ne? Nö. Ob unser Feuer noch? Obwohl wir hatten ja eigentlich jetzt erst Regen gehabt, müsste ja oben wieder voll sein, war die Kokosnussschälchen. Eigentlich schon, ja. Das sieht hier sehr nach böse Ecke aus. Findest du? Ich finde, es ist wunderschön, ne? Also hier mit diesem Bergmassiv oben drüber, aber so unübersichtlich. Ich habe da so ein bisschen Angst. Respekt vor sowas. Was ist das hier? Ist das Tabak? Yippie-aye. Ich habe aber keinen Verband. Aber, ja, ich habe den Tabak erkannt. Hey. Ja, dafür erkennst du die Infusionspilze. Doch, die haben wir vorhin gerade gesehen. Da sind wir vorbeigelaufen sogar. Ja. Ja. Wow.
Aber bringt ja nichts, wenn ich die mitnehme. Oh, hier ist auch noch, guck mal, hier sieht es auch wie so ein Plateau aus. Da ist noch eine Pflanze. Ja. Oh. Oh ja, sehr gut. Und Nüsse. Nusses. Siehst du sie auch? Ja. Nimm. Ich brauche im Moment keine. Ja, hätte sein können, dass sie wieder doppelt da sind. Hier ist so eine andere Blume. Die brauchen wir aber nicht. Fruchte. Oh, Fruchte. Ich sehe auch Fruchte. Hast du schon den? Nimm mal runter die Fruchte. Hab ich schon. Ah, cool. Dann kann ich die auch nehmen. Das ist gut. Das sieht ja so genial. Da ist doppelt lang. Oh ja, das ist das super. Weil der Wert ist ein Spitzer. Hier ist eine Höhle, oder? Guck mal, hier ist ein großer Durchgang. Ach nö. Ja doch. Ach nö. Ja, wir finden doch wieder zurück. Ja, hier, wir nicht. Hier gehen wir jetzt noch durch. Mhm. Schön aufpassen wegen Skorpione. Skorpione? Da ist wieder einer. Ein Skorpion. Vielleicht finden wir ja wieder eine Legende oder so. Hier ist Obsidian. Oh nee, habe ich noch genug. Ich würde gerne was mitnehmen, weil ich müsste mir nämlich wieder Dolche bauen, vernünftige. Oh, ich bin zu schwer. Ich glaube, ich sollte gleich Dolche bauen, vernünftige. Den hier. Zack. So. Gott, bin ich schwer. Warum bin ich so schwer? Steinklinge brauche ich. Sagen unsere Koordinaten. Gebe ich das Obsidian erstmal auf. 44 West, 37 Süd. Okay, und? Wo wäre das? 44 West, 37 hast du gesagt? Oder was? 34? 37. 44, 37, sind wir jetzt hier durchgegangen. Sind wir hier unten wieder, oder was? Den Anschein. Wow. So weit, weit zurückgegangen. Wir waren hier oben. Waren wir? Ja. Oh, oh. Ja, dann sind wir ja schon wieder fast auf dem Weg nach Hause. Und dann können wir auch die andere Richtung nehmen. Ist hier noch irgendwas Interessantes? Vielleicht ein kleiner Puma oder so? Nee, bitte nicht noch einer. Hummelpuma. Fällt mir an, ich habe mir noch keine Verbände hergestellt. Ja. Pflanze. Eigentlich müssten wir jetzt zurück und das Kind holen. Ja, dann gehen wir jetzt zurück und holen das Kind. Du ich habe irgendwas, ich habe irgendwas. Gucken. Oh, Tegel. Da ist er. Ups, nicht pieken. Sorry. War das nur einer? War nur einer? Nee, waren drei. Und die anderen beiden hatte ich schon. Ah. Hatte ich schon. Können wir ganz kurz Verbände herstellen. Und dann gleich noch. Kann man den Tabak eigentlich gleich mit drauflegen? Nee, oder? Schade. Eins. Schön, dass man nur so viel rauskriegt, ne? Aus den Verbandspflanzen. Mhm. Molinari. So, jetzt haben wir einmal den. Will ich jetzt erstmal was. Eins. Und. Zwei. Gut. Jo, dann lass uns mal das Pübel holen. Und dann bringen wir das nach Hause. Weißt du noch, wo lang, ja? Die ganze Zeit irgendwas knistern, knastern. Das macht mir so ein bisschen Panik. Und da ist dein Leichnam. Mein Leichnam? Ja, nicht deiner jetzt explizit, sondern den du... Ach, der Maden. Genau. Das Madentier. Das Madengetier. Aber hier waren wir auch noch nicht im Bambus unterwegs, ne? Nee. Wollen wir auch nicht, ne? Nee. Okay. Holen uns jetzt das Kind und dann geht's heim. Irgendwie wird mein Entdeckerdrang immer so ein bisschen unterdrückt von ihr. Das ist gar nicht wahr. Hat mir eigentlich hier hinten in die Spinnennetzhöhle reingeguckt? Weil ich weiß nicht, ob hier noch eine Legende ist. Ich glaube nicht, dass wir hier hoch waren. Jetzt hier raschelt irgendwas. Ich höre was. Irgendwas. Ich habe so ein bisschen Angst vor irgendwelchen herunterfallenden Spinnen. Tatsache, da ist eine Legende. Siehst du? Sag ich doch. Pass auf da. Nicht, dass er noch eine Spinne tritt. Ich mag diese Spinnen wie im Höhlen nicht. Eine Legende. Und? Was haben wir da? Weiß ich nicht. Ach, die kann man gar nicht anklicken. Nee. Das ist ja komisch. Oder haben wir die schon? Waren wir doch schon mal hier oben. Vielleicht waren wir schon hier. Ist auch schon wieder eine ganze Weile her. 24 Stunden. Können sie wirklich sein. Uns würden ja nur noch zwei fehlen. Für die. Nur noch zwei? Ja. Ja, also mit dem Zeichen. Ich würde ja ganz gerne mal die Legenden vollkriegen. Irgendwie.
Hier waren wir auch noch nicht hinten in der Ecke, oder? Guck mal, hier ist noch eine Tabakpflanze. Doch, da waren wir schon, weil da kamen wir das letzte Mal her. Ah, okay. Ja, wie gesagt, Gesundheit. Hier ist noch eine Tabakpflanze. Ja, dann nimm sie dir. Ach, du willst die nicht? Ach, du willst ja auch mal einen Tabakverband machen. Regnet schon wieder. Gut, dann eben nicht. Das ist gut, dann werden wir jetzt nicht dreckig. Außerdem haben wir dann keine Probleme mit dem Durst. Durst. So, ist jetzt ein bisschen Ordnung schafft schon wieder. Nur weil du genießt hast, muss ich jetzt wieder husten. Nur zum Ausgleich. Entschuldigung. So, wie sieht's hier aus? Ach, ist immer noch Feuer da. Ist noch Wasser da? Ist noch Wasser da? Machen wir meine Bitte uns nochmal voll. Wer weiß, wie lange du uns hier durch die Gegend führst noch. Gar nicht lang. Sagst du so in deinem jugendlichen Leichtsinn? Hey. Wir kennen dich. Hey. Wir wissen, dass das ein gutes Ende nehmen wird. Hey. Zack, zack und zack. Ich so betreibe. Kann ja sein, dass wir nochmal einen Eingeborenen finden, den wir Schluckwasser anbieten müssen oder so. Ja. Wieso ist denn da eigentlich noch Wasser drin? Voll. 40, 14, trotzdem ist noch alles voll Wasser. Regnet es gerade? Ja. So, deswegen. Das erklärt einiges. Oh, ja, so ein bisschen schon. Hier noch Obsidian, ja noch mehr Obsidian. Ach, nämlich so schwer, verdammt. Obsidian-Axt hatte ich ja schon, ne? Mir schon gebaut. Also doch ein Stein weg. Ist doch viel besser. So. Mann, jetzt bleibt doch mal da liegen, du Tabak. Weil die Obsidiane nicht stecken kann, finde ich auch ein bisschen blöd. Knochen kann man nie genug haben. Irgendwie. Ansichtssache. Also ich habe die in meinem Körper extrem gern. Wirklich? Mhm. So, wo bist du überhaupt? Bist du schon beim Kind? Ja, das passt. Ah, ich sehe dich. Nein, ich werde jetzt nicht hinterher rennen. Hm. Ja, ich habe mir übrigens beim letzten Mal, beziehungsweise heute, noch die Zeit genommen und habe die Schlange gesucht, die das Zicklein beim letzten Mal gebissen hat. Und habe sie eliminiert. Darf ich mir jetzt das Kind fangen gehen, ja? Du kannst fangen gehen, was du willst. Schaffst du das überhaupt? Bist du nicht so schwer belastet? Mit irgendwelchen Sachen schon wieder? Kenn ich doch. Mein Kind. Hast du ihn? Jetzt bin ich Tatsache zu schwer. Ja, war klar. Das Problem ist, ich wäre auch zu schwer. Dann höchstens ein bisschen was. Moment. Gucken, was ich so... Ah, schwierig. Ja, ich schmeiße die Knochen und das Obsidian einmal weg. So. Dann lass den Bengel mal flitzen, mal gucken, ob ich ihn erwische. Ansonsten finden wir ihn ja wieder auf der Brücke nachher. Komm her, ab ihn. Und ich bin nicht zu schwer. Vielleicht willst du noch was aussortieren, falls du ihn lieber tragen möchtest. Ich habe das Geheule nicht so gern auf der Schulter. Nicht? Ich weiß gar nicht, warum der mir so klärt. Ich bin so ein Netter. Hier ist eine Kokosnuss. Kann sie aber nicht pflücken. Ja, wir bringen dich doch zu Papa. Jetzt bleib doch mal ruhig. Und, willst du wieder haben? Nö, diesmal kannst du ihn haben. Das war klar. Dann geh mal vor. Zeig mir den Weg. Müssen wir doch hier runtergehen irgendwie, ne? Eigentlich müssten wir jetzt hier runter. Alter, ja. Pack eine Heulsuse. Ja, ja, wir bringen dich nach Hause jetzt. Nee. Ich glaube, wir sind das letzte Mal hier lang gegangen, oder? Gehst du vor, bitte? Ich möchte nicht wieder der Gelackmeierte sein. Alter. Achte schön auf Schlangen, bitte. Also hier müssen wir auf jeden Fall dann den Ton etwas runterdrehen. Das ist ja Wahnsinn. Wenn er doch nur wüsste, dass wir ihn nach Hause bringen. Eigentlich müssten wir in die andere Richtung, ne? Vielleicht würde er dann sogar freiwillig mitkommen. Tatsache. Nee, was? Wie, was? Wir müssen in die andere Richtung. Wie in die andere? Ach so, oh, das ist der See. Ja. Sehe ich auch gerade. Das ist schwierig. Rennen darf ich aber nicht zu viel, ne? Sonst. Nee, ich renne ja gar nicht. Du bist gerade gerannt. Ja, voll. Ganz kurz, aber nur. Durch die Höhle vielleicht durch? Dass wir hier unten am Bambushain sind? Ja, was würde das bringen? Jetzt bin ich zu schwer. Nein, verdammt.
Kind rennt, das Kind flieht. Wo lang? Ich sehe es nicht mehr. Also, wenn du hier der Wegführer bist, dann finden wir nie nach Hause, glaube ich. Ich glaube, das Kind ist ja zurück zu seinem Ursprungsort. Entschuldigung, bitte. Da unten, guck mal, da ist das, wo wir das erste Mal den Alligator gemacht haben. Ja, schon klar. Ja, dann müssen wir da auch wieder hin. Ja, natürlich. Ja, das war doch nicht so schwer. Hättest du jetzt hier runterspringen wollen, oder nein, was? Nein, aber da hinten ist eine Höhle, wo du runtergehst. Oh. Dieses Vibe, keinerlei Koordination, keinerlei, aber wirklich keinerlei. Aber ich musste was essen. Also ich musste zwar nicht unbedingt, aber ich wollte. Das Kind sitzt hier auf der Brücke nicht mehr. Ja, warte, der kommt gleich wieder. Der wird schon nicht so weit abhauen. Nee, muss man schon trinken. Da ist er doch wieder. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hier sind die Fehler. Da ist der Weh. Und da hinten würden wir rumgehen, um nach Hause zu kommen. Nee, darum müssten wir eigentlich gehen. Hör ich mir halt das Geplärre. Wir gehen doch genau in die falsche Richtung. Wo ist das? Wo ist der? Der ist bei 41,35. Gerne? So etwa. Wir hätten nur rechts rumgehen müssen, im Prinzip. Gerade eben. Ja. Durchs Bambus. Wir sind ja nicht allzu weit weg. Durchs Bambus ist aber auch eine gefährliche Angelegenheit hier mit dir. Bin da. Bin da. Ich habe auch den Speer zum Beschützen gelegt. Du meinst, pass auf die Bienen da. Links. Also rechts. So. Links. So, hier sind die Totenschädel. Dann bist du noch da lang eigentlich. Ja. Na, dann los. Ja, du musst vor. Ah, ich muss vor. Ja. Ah, jetzt muss ich vor. Ja, natürlich. Du hast mich ja gerade eben angemeckert. Ich hätte keine Koordination. Hast du ja auch nicht. Du willst ja bloß hinterher dann sagen können, siehst du, du hast sie auch verlaufen. Das wird nicht passieren. So, wenn, dann bist du schuld. Mein Gott, das Kind. Selbst jetzt höre ich es noch schreien. Ich will aufpassen wegen der Bienen. Falls wieder hier sind jetzt diesmal keine dran. Glücklicherweise. Hier sind auch keine dran. Sehr schön. Wir sind auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Jetzt müssen wir nach links, ne? War doch so. Ja, ja. Bienen. Warte mal, ich hole dich mal runter da. So, den Honig kann man immer gebrauchen. So. Genau. Wie kommen wir jetzt? Nee, das kann nicht sein. Wir müssten eigentlich... Guck doch mal auf die Koordinaten, bitte. Wir sind jetzt bei 42,34. Ja, wir müssen auf 39,34. Dann sind wir bei uns an der Base. Ja, ich will ja nicht zu unserer Base. Was habe ich gesagt? Wo sind wir? 42,34. 42,34. Jetzt ist hier. So, wir müssen nach hier. Genau. Also Südosten müssen wir. Das heißt, da lang. Da lang, sag ich doch. Wir sind falsch rum. Wir können aber auch hier rumgehen. Glaube ich. Also es geht wohl auch hier auch rum. Hier sind noch Nüsse. Noch mehr. Brüll mir doch nicht sonst Ordnung. Ach so, ich dachte jetzt ich. Oh Gott, ich sag doch gar nichts. Alter, der schreit aber auch eine Nase zusammen. Hier sind doch schon die Eingeborenen. Siehst du? Ah, Gott, jetzt habe ich ihn vergriffen. Ich dachte, da kommt ein Puma. Aber nur ein Pikari. Ja, du bist doch gleich wieder zu Hause. Ist doch in Ordnung. Bleib doch mal jetzt entspannt. Das ist gar nicht so einfach, entspannt zu bleiben. Sag mal, sind wir eigentlich noch in der Zeit? Ja, ja, klar. Sehr gut. Ja, 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 ja. So, bitte. Danke. Wieder einer. Wie weit sind wir jetzt eigentlich? Bleib mal gucken hier. Was sagt denn das schlaue Büchlein? Was ist das hier? 4,35. Das ist gar nicht mal schlecht. Wir haben schon fast die Hälfte. Ja. Ich denke, wir werden jetzt erstmal einmal nach Hause gehen kurz, dann die Fallen vielleicht in der nächsten Folge bauen. Können wir ja schon Material schon mal besorgen. Ja, ich will mal gucken, ob man vielleicht mit dem schon wieder reden kann. Eventuell. Mit dem... Nee. Brauchen tatsächlich erst 800 Vertrauen. Aber wir können mal gucken, ob wir mit den anderen vielleicht reden können. Na, nee. Hier welche der Hängematten? Guck, die haben sich gemütlich gemacht hier. Warum sind sie befreit? Hängen sie den ganzen Tag voll rum. Moment mal. Ja, wieso nicht? Mein Gott. Das ist definitiv mal ein schönes Bild. Das werden wir benutzen.
Das ist auch schön. So, jetzt gehen wir aber erstmal nach Hause. Maus. Maus. Lass die Maus. Ich will ja gar nichts von der Maus. Mal gucken, wie unser Zuhause überhaupt noch aussieht. Ja, falls es überhaupt noch existent ist. Na, Kürteltierchen. Komm her hier. Miau. Drei genauso wie die kleinen Kinder. Miau. Alles zugewachsen hier. Oh, schön. Noch steht irgendwas. Es steht alles. Oh, guck mal unsere Pflänzchen an. Ja. Also abgesehen von den Bananen und dem einen Busch trägt wieder alles was. Alles trägt. Die Bananen sehe ich nichts. Ich schon. Ja? Ja. Ja, mal hin. Da freue ich mich ja. Wenn du fährst, ist halt Regenzeit, da geht's wieder. So. Schön. Oh. Mal froh, guck mal hier, wir haben auch gleich wieder Fischfilets hier. Schön. Das freut mich. Haben wir noch Fleisch, das wir auf den Rost packen können? Ich will nächste Folge erstmal auf die Jagd gehen. Nee, ich habe kein Fleisch mehr. Ja, ich habe leider nur noch anderes verdorben. Aber warte mal, da kann ich wieder Mahnen rausholen. Die brauchen wir ja sowieso. Du brauchst die definitiv. Lass dich doch nicht ärgern. Was ist mit dir? Du hast kein Fleisch mehr? Nee. Was hast du mit dem ganzen Fleisch gemacht? Ich musste es rausschmeißen. Nein, das gute Fleisch. Jetzt muss ich wieder auf die Jagd gehen. Ich hätte es sonst nicht tragen können. Tut mir leid. Apropos, sag mal, kann man eigentlich so eine Nuss sammeln? Was für eine Nuss? Nee, schade. Die unbekannten Nüsse, ich dachte, oder kann man die vielleicht so einpflanzen? Ich weiß es nicht. Das wäre interessant. Aber ich habe leider kein Pflanzding mehr frei. Das zu prüfen. Weil so ein kleiner Nussbusch wäre schon schön, ne? Wie groß sind die? Die sind ziemlich groß, da braucht man bestimmt einen großen Setzkasten für, wenn überhaupt. Aber hier fehlt sowieso noch ein kleiner. Ach, okay. Das sind dann die Sachen, um die wir uns in der nächsten Zeit kümmern werden. Zack, da haben wir erstmal eine Languste. Die will ich nehmen. Das war aus. Oh, schön Bass. Nee, die konnte man ja nicht auf den Rost machen. Zum Trocknen. Nee. Da wird es übrigens, ich glaube, wir sollten erstmal unser Feuerchen anmachen, dass wieder alle wissen, dass wir zu Hause sind. Willst du das wirklich? Meinst du, die besuchen uns mal wieder? Möglich. Ich glaube das noch nicht. Oh, einer fehlt mir genau. Geh weg. Ja, du geh weg. Ja, wenn du da dran bist, kann ich dann. Geh weg, sagt sie ganz knallhart. So, jetzt mache ich auch mal wieder einen auf Fußriemen. Hab ich überhaupt was? Ich habe gar nichts zu anzünden. Du bist bald. Das ist witzig. Nee, das ist überhaupt nicht witzig. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Boah. Benutzen. Ehrlich. Mal gucken, ob ich das mit meiner Ausdauer überhaupt noch hinkriege. Mir fällt übrigens gerade ein, wenn wir jetzt Regenzeit haben, könnten wir doch die Kokosnussschalen eigentlich draußen wieder hinstellen, die wir hier oben haben. Wollen wir was draußen? Oder hier drin nicht? Theoretisch. Haben wir eigentlich noch irgendwas Trockenes hier? Trockene Fasern oder so? Naja. Insomni? Was sind hier? Neuer Tagebucheintrag. Was? Wieso? Wofür? Was hast du schon wieder angestellt, was ich nicht angestellt habe? Ich habe nur gerade eben hier die... Wie? Nee, ich muss irgendwas getrunken haben. Scheibenkleister. Wirkung verschlechtert, geistige Gesundheit erhöht, Energieausschüttung. Bekannte Behandlungsmethode, wenn du länger als 4 Stunden schläfst, ist der Effekt wirkungslos. Alles klar. Gute Nacht. Ich habe nichts verstanden. Du hast den Tagebucheintrag doch auch. Ja, aber ich habe keine Zeit zum Lesen. Gut. Ich muss Kokosnussschalen hinstellen. Ja, ja, klar. Einer muss ja. Boah. Boah, was kriegt man eigentlich bei der Schildkröte? Kriegt man 20 raus. Wie viel habe ich denn? Bing. Voll. Ja. Gut. Dann werde ich jetzt auch mal eine Runde schlafen. Ja, ich bin ausgeschlafen. Das ist gut, dass du vor mir geschlafen hast. Das da. Achso, Früchte. Fisch hast schon einen rausgeholt? Und die hast beide schon rausgeholt? Ja. Hast du auf den Trockner gemacht? Ja. Alles klar. Ich war mal so frei, hab das halt Kitzel im Hals ist so wahnsinnig. Hast du das? Also erkältet ist es furchtbar. So ganz leicht eigentlich nur. Ich muss noch mal husten, es tut mir sehr leid. So, jetzt geht's wieder. Für 5 Minuten. Ja, wahrscheinlich. So, dann werden wir Energie machen. Energie. Warum ist eigentlich die ganze Zeit bei dir dieses Rüstungszeichen? Ich habe keine Ahnung. Das hier? Ja.
Weiß nicht, muss mal gucken, vielleicht Fehlrüstung, oder ist das schon kaputt oder so? Ich keine Ahnung. Aber das ist eine gute Frage. Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Jetzt mal machen sollen vielleicht. Rüstung ist alles da. Aber hier, die sieht so ein bisschen lädiert aus irgendwie. Sieht aus, als ob da gar keine Knochen mehr dran sind. Siehst du das? Mhm. Denk mal, die ist kaputt. Kann man die damit abnehmen? Ah, okay. Jetzt das erklärt es. Ja, ja, das, also die ist tatsächlich kaputt gewesen, die Rüstung. Wo ist sie jetzt hin? Habe ich die in der Tasche gesteckt? Kein Platz für. Natürlich nicht. Wo ist die Rüstung? Verdammt, noch eins. Naja, muss ich mir neue bauen. Aber ich muss ja eh jagen gehen, also. Weil wir brauchen ja Schweinchen. Schweinchen. Oh, was heißt jagen gehen? So ein Unsinn. In der nächsten Folge bauen wir eine Falle. Oder vielleicht nicht nur eine. Aber trotzdem wäre es besser, glaube ich, wenn ich die Rüstung dann ans Bein packe. Wenn ich mir die Rüstung ans Bein packe. Kann man die eigentlich einfach jetzt nehmen und anders hinpacken? Nee, also... Du musst dir noch Pfeile herstellen. Ja, das auch. Ach, hast du Mäuschen getötet? Nein. Hm. Das lag da schon. Ja, ja. Doch. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Brauche das siehst du ja in meiner Folge. So in meinem Video. Brauche mehr Stöckchen. Was ist eigentlich hier los? Ich habe schon wieder keinen Platz mehr in der Essenstasche. Warum? Ach, weil ich eine Languste mit mir rumschleppe. Mir juckt die Nase. Kein Thema. Kriegen wir gleich hin. Nein. Wird nicht auf die Nase gehauen. Ich weiß immer noch nicht, was man mit den unbekannten Kräutern machen soll. Eigentlich die Bananen jetzt hingefallen. Ich habe die gerade abgenommen, hatte keinen Platz mehr in der Tasche, aber die sind dann nicht auf dem Boden. Komisch. Nein, ich habe sie nicht. Habe ich auch gar nicht behauptet. Naja. Dödelchen. Feuer brennt ja nach oben. Ja. Ja, mal eine Languste machen. Mach dir mal eine Languste. So. Ja. Hm. Da sind wir sowieso schon wieder am Folgenende angekommen. Und während ich darauf warte, dass meine Languste durch ist und mir die dann noch hinterpfeifen werde, machen wir uns dann schon mal vom Acker. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Da werden wir dann ein bisschen jagen gehen. Mal ein bisschen die Rüstung wieder auf Vordermann bringen. Und danach geht es dann auch schon wieder weiter in den Dschungel, weil wir müssen noch viel mehr Eingeborene finden. Aber wir werden sehen, wann wir das alles machen. Mhm. Und bis dahin wünschen wir euch alles Gute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal. Ciao.